Geschlechtern. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt vortragen soll, nach dem, was Herr Wutz gesagt hat. Mein Thema ist ja auch, wie hilft Philosophie? Ich bin nicht sicher, dass ich diese Frage beantworten kann. Aber zu offensiv-experimentell gehört ja genau, dass wir es trotzdem probieren. Wenn wir hier heute und morgen das Filmexperiment offensiv herbeizudenken und zu realisieren versuchen, dann deswegen, weil wir Moderne ohne Erforschung und Hervorlockung von Differenz gar nicht lebensfähig sind. Wir brauchen das Hantieren mit neuen Möglichkeiten als Lebenselixier. Wir müssen umdenken, neu entwerfen, umgestalten und träumen, um uns lebendig zu fühlen. Mit unserem Atmen saugen wir gleichsam die Zuversicht ein, dass die Welt und ihre symbolischen, ihre Sinnverständigungen, wozu der Film natürlich gehört, anders sein könnten, dass andere Wirklichkeiten möglich sind. Die Möglichkeit, ästhetische Normierungen zu bestreiten und gegebene gesellschaftliche Verhältnisse in Abrede zu stellen, ist uns derart selbstverständlich geworden, dass uns gleichsam ein Organ amputiert würde, wenn man uns diesen philosophischen, künstlerischen Denkraum beschneiden würde. Eine Institution wie die HSPK lebt von dem Versprechen, dass man hier ins Ungefähre hineindenken und arbeiten darf, ja erfinderisch werden soll. Bei unserer hiesigen Versammlung gehen wir allerdings noch weiter. Wir fordern zum einen die Verlängerung dessen, was der neuzeitliche Philosoph Francis Bacon, wohlgemerkt Francis Bacon, als er um 1560 eine Kritik an den dogmatischen Wissenschaften seiner Zeit formulierte, Entdeckung und Erfindung der Künste genannt hat. Kritisierenswert erschien ihm, dass die hergebrachte Logik kein Wort und keinen Gedanken auf die Entdeckung der Künste verwendet, sei es nun die mechanischen oder die sogenannten freien, also auf die Entdeckung der praktischen handwerklichen Künste oder der freien Künste von Grammatik, Mathematik und Musik. Er verlangte nichts weniger als eine veränderte Rationalität für Entdeckung und Erfindung, eine undogmatische, zukunftsoffene, induktive Wissenschaft. Diese Forderung dürfte in der HSBK der gemeinsame Nenner, der Ausgangspunkt und Imperativ aller hier vertretenen ästhetisch-epistemischen Praktiken des Denkens und künstlerischen Schaffens sein. Von Bacon wurde Kunst analog zur Natur, auch ein neuer Naturbegriff, erstmalig begriffen als selbsttätig, als autopoietisch, haben wir gerade gehört, ne, von sich her aus sich selbst schaffend, Mehrwert produzierend, als eine ins Unvorhersehbare sich entfaltende Dynamik, als Experiment mit offenem Ausgang im Gegensatz zur dogmatischen Naturwissenschaft, die sich ja von Naturgesetzen herleitete, das Neues gebieren sollte. Anders als zu Bacons Zeiten und in der klassischen Moderne stehen wir heute allerdings dem Imperativ, Neues hervorbringen zu sollen, reserviert gegenüber, da er, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts gelehrt hat, ein immenses Gewaltpotenzial in sich birgt, gewalttätige künstlerische Avantgarden ebenso wie Politiken hervorgebracht hat und für Zerstörung großen Ausmaßes verantwortlich geworden ist. Anders als zu Beginn der Moderne vollzieht sich das Experimentieren heute weniger, wie ich sagen würde, über harte Schnitte und polemische Abgrenzungen, weniger über Vernichtungsgesten und starke Neubeginnsdeklarationen, weniger über starke Kontrastbildung von Schwarz auf Weiß. Eher wenden sich künstlerische Forschungen heute affirmierend und sympathetisierend dem Vorangehenden zu und suchen danach, was erneut aufzuführen, was zu wiederholen, was in der Aufführung abzuwandeln, in seiner Bedingtheit zu reflektieren, auf Ungesehenes hin offenzulegen ist. In Innovation und Offensive erkennen wir heute auch Schlagworte des Neoliberalismus. Die Aufforderung nach fortgesetzter Erneuerung und spektakulärer Performance aller künstlerischen Ausdrucksformen im Dienste der ökonomischen Inwertsetzung, der Aufmerksamkeitsbündelung und Sichtbarmachung im globalisierten Feld. Wie also das offensiv-experimentelle Denken, wie es philosophisch denken,
wenn beide mit theoretischen und ethischen Altlasten belegt sind? Wie sollen wir offensiv und experimentell sein, wenn die Leinwand der Welt, wie Deleuze sagt, voll ist, so voll wie nie zuvor, wie Herr Wutz gerade sagte, und im Zeitalter des globalen audiovisuellen Austauschs umso voller ist, als bereits alle Bilder und alle Töne produziert und in Umlauf gebracht sind. Wo wir unsere Ideen ständig auf YouTube begegnen und jede neue gestalterische und theoretische Anwandlung bereits zahllose Einträge im Internet kennt. Wenn es gar keine Lücke zum Vorstoß ins Unbekannte, keine Aufmerksamkeitspotenz für die besondere Schöpfung, nichts Entdeckbares mehr gibt. Vielleicht gerade aufgrund dieser Engpasssituation erheben sich heute Philosophen und Künstler, um ein erweitertes Wirklichkeitsverständnis zu fordern und Kants engen, auf die menschliche Erkenntnisfähigkeit zugeschnittenen Wirklichkeitsbegriff zu bestreiten. Die sogenannten spekulativen Realisten fordern die Wiederholung kulturhistorisch abgedrängter und vergessener Fragestellungen ein. Sie wenden sich dem Wirklichen als einer spekulativ zu eröffnenden Größe zu, das, obwohl empirisch nicht erfahrbar und medientechnologisch nicht ohne weiteres erschließbar, dennoch gedacht werden muss. Gedacht werden muss als eines, das die menschliche Wahrnehmungs- und Denkvermögen um nicht einschätzbare Dimensionen überschreitet und auf seine unvermutbare Fülle hin eröffnet, in ein Unbekanntwerden befreit werden muss. In verwandter Weise muss sich die Kunst, so sie auf andere, nicht von vornherein wiedererkennbare Ausdrucksformen zielt, einem weiten Verständnis von Wirklichkeit zuwenden. Sie muss davon ausgehen, dass bis dato nur Bruchteile dieses möglichen Wirklichen in ästhetische Zeichen übersetzt worden sind. Sie muss sich einlassen in das komplexe, natürlich gesellschaftliche Feld, von dessen Akteuren sich angehen und affizieren lassen. Denn klar ist, dass sich dieses Feld und seine Probleme fortgesetzt ändern, weshalb eine daran angeschlossene Kunst, so sie ihre Tentakel und Rezeptoren ausstreckt, zwangsläufig zu immer anderen Artikulationen gelangt. Sie muss sich von den ausgesprochenen und unausgesprochenen Wünschen und Seufzern herausfordern lassen, muss das im Dunkel Verborgene hervorkitzeln, muss aufgreifen, weiterleiten, wiederholen, intensivieren, vergrößern oder verkleinern, in jedem Fall umgestalten. Sie muss sich als Forschung mit spezifischen und vielleicht erst zu erfindenden Mitteln verstehen und der Frage begegnen, warum die Wirklichkeitsbilder so sind, wie sie sind. Sie muss diese rekadrieren, um sie neu zu befragen, in ihrer Geltung relativieren, in ihrer Begrenztheit aufzeigen, den Rand thematisieren. Immer gibt es in den vorhandenen Bildern und Tönen, in den Denk- und Gestaltungsweisen etwas, was nicht beachtet, unterschlagen, gering geschätzt, abgedrängt, abgewertet und in der Gegenwart zu entdecken aufgegeben ist. Allerdings bedarf es für diese Forschung bestimmter Methoden und Rücksichten. Da ist zunächst die Notwendigkeit, sich dem Vorgegebenen zuzuwenden, um es zu durchdringen, wozu Lupen, Vergrößerungsgläser, Mikroskope und erweiternde Denk- und Darstellungsweisen vonnöten sind. Da ist die Notwendigkeit, dem Beobachtungsfeld ausreichend Zeit zu widmen, es möglicherweise Verzögerungs- und Verschleppungsverfahren auszusetzen, in seiner Metamorphose und seinen Momenten des Uneindeutigwerdens zu verstärken und absichtlich zu verunschärfen, zu verfremden, die Ebenen zwischen Dokumentation und Fiktion zu verunklaren, aus dem Stereotyp, dem Wirklichkeitsgeschehen, herauszugelangen, suchen. Erst dann lassen sich untergründige Verbindungen, Affektverhältnisse, Verwandtschaften zu entfernten und Distanzen zu naheliegendem aufdecken. Wie schon Nietzsche sagte, muss mittels Affirmation der Wiederholung das Gesetz der Wiederholung, das, was in der Wiederholung wiederholt und zu denken zwingt, der in ihr verborgene Zwang und Rhythmus offengelegt werden, müssen ihr kleine Abweichungen
minimale Differenzen abgelöst werden, um sie erneut in Bewegung zu bringen und nach hinten auf die Zukunft hin zu öffnen. Dann wird in dem Bekannten ein vielfältiges Gemurmel sichtbar und gibt der Ton ein untergründiges Rauschen frei, in dem ein Gemurmel möglicherweise von Jahrtausenden anklingt. Der offensiv-experimentelle Film begreift sich als forschendes Verfahren, das um die Relativität und Kontingenz, um das Bedingte des von ihm Erhellten, um die Zufälligkeit des Zusammenerscheinenden, um den partialisierten Blickwinkel und die aus der Montage hervorgehenden Gedanken- und Wahrnehmungskoinzidenzen weiß. Zum Offensiv-Experimentellen gehört nicht nur das Wissen um die Rückbeugung auf Überkommenes und um dessen notwendige Wiederholung und Durchleuchtung. Zu ihm gehört der offensive Umgang mit Perspektive und Zeitgebung, die intensivierte Auswahl oder Unterdrückung von Faktoren, das reflektierte Bejahen von Widersprüchlichkeit oder gar Inkompatibilität. Offensiven können bestehen in Lückenbildung und Umkontextualisierung, in Verrätselung des Wirklichkeitsbildes, in Produktion in zweiter Potenz, in Metafilmen und in filmischer Verschränkung von textlichen und bildlichen Appellen. Das Filmexperiment ist selbst zum Experiment und zur Frage nach der Möglichkeit offensiven Experimentierens geworden. Ich möchte kurz eine mögliche Taktik filmischen Experimentierens charakterisieren, die mir zukunftsweisend erscheint. Deleuze spricht davon, dass das filmische Bewegungsbild, weil es in seiner fortlaufenden Rekadrierung ständig veränderte ästhetische Ensembles von Gegenständen, Licht, Farbe, Dynamik, Dichte und so weiter einfängt, nicht als individuelles Bild verstanden werden kann. Er nennt es einen individuellen Affektausdruck. Wie mir scheint, ist das Individuelle, ist die Individuation heute das Schicksal aller Äußerungsformen, seien sie sprachlicher, bildlicher oder auditiver Natur. Denn in Zeiten der Globalisierung sind wir notgedrungen auf die visuellen, auditiven und diskursiven Archive verwiesen, aus denen wir auswählen, die wir verlängern und zu Zwecken der Differenzbildung durchtreiben müssen. Alle Äußerungen enthalten von daher zahllose andere Sprecher und Agenten aus früheren Zeiten und möglicherweise anderen Kulturen in sich. Von daher bestünde die experimentelle Offensive darin, die unsichtbaren und ungehörten anderen, die nach Ausdruck, nach Sichtbarkeit und Hörbarkeit verlangen, zu verstärken, ihre Individuation zu affirmieren und weiter zu unterteilen, um die vielfältigen Formen der Teilhabe und ihrer Verweisung einsichtig zu machen. Erst wenn das Kunstwerk diese seine innere Mannigfaltigkeit anerkennt und freisetzt, wenn es der potenziellen Autopoiesis stattgibt, um sie auf gesellschaftliche Teilhabeprobleme zu vertiefen, wird es offensiv experimentell. Dann drängen nämlich unbekannte Sprecher aus ihm heraus, melden sich ungeplante Affizierungen, schließt es sich an Unvorhergesehenes an, verwischt seine Konturen und Festlegungen, lebt und verändert sich unausgesetzt. In offensiv-experimentell kann es folglich nur darum gehen, ein Artikulationssetting in die Welt zu setzen, das seine Anschlüsse und Ausschlüsse wählt und sich selbst mit seiner eigenen Dynamik autopoietisch überrascht. Es wird zum Experiment, wenn es heterogene Äußerungen verknüpft und der Produktion von Differenz zuarbeitet. Solche Filmexperimente bewegen sich am Rande des Denkbaren und bringen Konzepte und Perzepte in Umlauf, die sie in der Folge selbst zu überprüfen, möglicherweise zu verstärken oder auch erneut zu unterschlagen haben. Derartige filmische Forschungen sind Verwunderungsvermögen, die sich von der eigenen Hervorbringung überraschen lassen. Zu diesem Verwunderungsvermögen der Kunst gehört, dass sie nicht nur auf die menschliche Wahrnehmung abgestimmt ist.
Die Kunst kommt erst in verspäteter Weise beim Menschen an, wie Deleuze und Guattari provokativ lancieren. Wie ästhetische Artikulationen mit unpersönlichen und präindividuellen sinnlichen Artikulationen einsetzen, so entsteht der künstlerische Ausdruck in einem Feld zunächst nicht menschenförmiger Expressivität. Ich zitiere Deleuze und Guattari. Des Scenopoietes, also derjenige, der auf der Bühne Produktion macht, macht Art brut. Der Künstler ist ein Scenopoietes, der bereit ist, seine eigenen Schilder zu zerreißen. Und so gesehen ist die Kunst kein Privileg des Menschen. Messiaen sagt zu Recht, dass viele Vögel nicht nur Virtuosen, sondern auch Künstler sind. Ende des Zitats. Heute bedarf es weniger der Abgrenzung eines Territoriums der Expression als ausgeklügelter Taktiken, um die Schilder erneut zu zerreißen, um gegebene Bild- und Tonregime fremd und unerträglich erscheinen zu lassen und das Verwundern erneut zu ermöglichen, auf das überhaupt aufgemerkt, beachtet, wahrgenommen werden kann. List ist, wie aus dem offensiv-experimentellen Bereich ja bereits bekannt, Taktiken des Arrhythmisierens, der überlangen Einstellung oder der konfrontativen Zusammenschnitts, Taktiken des Verbergens, des nicht mehr zu sehen oder zu hören Gebens, der Verrätselung zu ersinnen, die nicht menschenförmig unbestimmte andere Affekte generieren. Aristoteles kannte deren 11. Die Kunst kennt immer nur einen, den Affekt der Verwunderung. Sie produziert unbestimmt Wissbares und Notwendigkeiten der Bestimmung. Das Wissbare, das wir mit Wörtern und Sätzen, mit Bildern und Tönen verwachsen sind, die es herauszulocken, zu verlangsamen oder zu beschleunigen gilt, um aus ihnen Partikel des Bemerkbaren herauszulösen, die als Ungesehenes und Unerhörtes zu untersuchen sind. Das filmische Experiment lebt mit dem Individuellen zwischen undeutlichem Gemurmel und sich abzeichnendem Aufbegehren mit der Abzeichnung von Unerträglichem an. Es räumt weniger frei, wie Heidegger will, als dass es Nicht-Zusammengehöriges verbindet und unbekannte Wechselwirkungen provoziert. Es sucht nichtmenschliche Sprecher und unbekannte Agenten in sein dissonantes Konzert zu integrieren. Neueste künstlerische Filme machen sich auf, in die Mikrostruktur von Materien einzudringen, um eine Ahnung davon zu vermitteln, aus welch anderen Perspektiven das Wirkliche auch anschaubar ist. Charles Taylor Castaigne und Verena Pavlova etwa suchen ihre Filmkameras in Leviathan wie Sonden in die Fischwelt einzuführen und diese als autoobjektive Artikulation, als Artikulation, die längst vor dem Menschen da ist, zu präsentieren. Experimentelle Kunst ist Expertin in Interverhältnissen, im widernatürlichen Einfangen von Disparatem. Sie erkennt das Ausfransen der Gegenstände, ihre Tentakeln, wie Bruno Latour sagt, die anderes mit einbringen. Sie geht diesem Eingefangenen nach, verstärkt, schematisiert, um aus den vorhandenen Sinnesqualitäten minimale Zeichen von Unbekannt zu extrahieren. Sie erfindet ihre Sonde, ihr Lauschgerät, ihren Zeichenstift. Der Antimaterie begegnet sie mit Antiverfahren, dreht Helles ins Schattenhafte und dann noch einmal um. Sie zieht in die Nacht, um ihr ihre Farbnuancen und Grauwerte zu stehlen und lässt diese maximal variieren. Sie zeichnet die Abweichung nach, um aus ihr große Kurven zu schlagen. Sie verwischt die Kontur, um den Vorübergang anzudeuten und dass die kleine Geste ein Infinites des Infiniten ist. Die kleine Geste, das Infinite? Eine Einstellungsmontage, in der das Rätsel der Menschheit aufblitzt? Ob dieser anspielungsreichen Verfahren, ob dieses Anspruchs auf Verwunderung, hat der Experimentalfilm in der Gegenwart einen schweren Stand.
gerade ob seines Experimentierens, ob seiner selbstreflexiven Rückwendung, ob seiner minorisierenden Dividuation, der Aufblendung der verborgenen Vielheit, der Blickweise von unten, des Beharrens auf dem Problem, wird ihm nur von wenigen Aufmerksamkeit entgegengebracht. Im übervollen Feld des Sichtbaren ist der Experimentalfilm gleichsam vom Artensterben bedroht. Er tritt hinter die großen Gesten und lauten Töne zurück. Was also ist zu tun? Wo findet sich Rettendes? Wie mir scheint, hilft nur Offensive und Vorwärtsverteidigung, Verstärkung der Wunderlichkeit. Er muss seinen individuellen Ausdruck und Rätselcharakter weiter vertiefen, um der unerfassbaren Wirklichkeit ein verschärftes Verwundern entgegenzubringen. Das philosophische und künstlerische Erforschen von Unbekannt muss ihn umtreiben, auf das widernatürliche Affektartikulationen die Leinwand überqueren. Vielen Dank.